Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus dem Studio. Nee, aus meiner Werkstatt natürlich. Heute mal was ganz Besonderes, zumindest bis jetzt, zum ersten Mal. Ich habe eine Farbspritzpistole zugeschickt bekommen, mit der Bitte, ein Video darüber zu machen. Ich habe daraufhin geantwortet, ob es auch ein kritisches sein darf. Also wenn, dann sage ich dazu, ja, was ich darüber denke. Und das müssen sie dann abkönnen. Auf das Risiko hin haben sie es mir trotzdem zugeschickt. Ja, deswegen ist es auch als Werbevideo gemarkert. Also ich weiß es nicht, aber ich habe es halt geschenkt bekommen. Von daher ist es ja irgendwie doch eine finanzielle Förderung. Ich probiere das mal aus. Wir gucken mal zusammen rein, was hier so drin ist. Bilden wir uns ein Urteil einfach. Ne? Also am Ende werde ich das Ding verschenken, weil ich brauche es nicht. Das heißt, in meiner Videobeschreibung ist eine E-Mail-Adresse drin. Wer es geschenkt haben möchte, kann sich dann als erster melden, der kriegt es. Ja, was noch mir angeboten wurde, dass man einen Produktlink bekommen kann. Den kann ich auch in die Videobeschreibung packen, wo meine User einen Rabatt kriegen. Also keine Ahnung wie viel, weil ich habe mal geguckt, das kostet irgendwas zwischen 40 und 50 Euro. Ich weiß nicht, was sie da jetzt noch für einen Rabatt drauf geben wollen, aber mal gucken. Das heißt, wenn kein Rabatt in der Videobeschreibung ist, hat es den Leuten auch nicht gefallen. Alles klar, wir gucken uns das mal an. Gucken erstmal, was drin ist in dieser Geschenkebox. Also, wir haben eine Bedienungsanleitung, wir haben eine Garantiekarte. Ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Ginoir, oder weiß ja keiner. Wir haben Filter, um die Farbe durchzusieben. Ja, hier sind verschiedene Düsengrößen, eine Reinigungsbürste und ein kleiner Trichter. Dann haben wir den Motor und den Behälter. So, das kann weg. Also ich mache das jetzt mal ohne erstmal Bedienungsanleitung. Da können wir reingucken, wenn irgendwas unklar wird. Ne? Im Prinzip erinnert das ja an die herkömmlichen neuen HVLP-Spritzsysteme, sage ich mal, wie von Wagner oder sowas. Also man hat jetzt hier die verschiedenen Düsengrößen drin. Ja, man sieht das so an dem Lochdurchmesser, der da drin ist. Umso dicker kann man die Farbe dann machen. Schraubt man das hier drauf, so wie ich gesehen habe, ist jetzt die kleinste Düse drin. Und mit Verstellen von diesen verstellt man quasi den, ja, ob es ein horizontal oder vertikaler Strahl ist. Und eigentlich auch, ob es ein runder Strahl werden soll. Das können wir gleich probieren. Ja, ist halt so Kunststoff verarbeitet. Das ist jetzt der Ansaugstutzen. Finde ich schon mal ganz gut, dass der einen kleinen Knick hat. Und der kleine Knick ist dazu da, dass wenn man jetzt auf dem Boden arbeitet, das heißt, die ist so nach unten gekippt, dann macht man den so nach vorne, damit man auch vorne in diesen Behälter die Farbe ziehen kann. Und wenn ich jetzt an der Decke arbeite, kann ich das so drehen, wenn die Maschine dann so angekippt ist. Nicht bei einem halbleeren Behälter, dass er dann schon anfängt Luft zu ziehen. Dafür ist so ein Knick da. Ja, rastet ein. Hier kann man das wohl lösen. Hier ist so eine Schraube. Die kann ich also rausdrehen und damit verhindere ich hinten den Anschlag. Und damit verhindere ich auch, es ist eigentlich ein Luftstrom, der jetzt hier durch die Maschine und vorne aus der Düse rauskommt. Und mit dieser Verstellschraube sage ich ihm halt, wie viel Farbe soll er dazu mischen. Also wie schnell und wie dick kommt der Farbauftrag. Das können wir dann halt ausprobieren. Am besten ist halt immer so eine Testfläche zu haben, wo ich das so ausprobieren kann.
Ja, dann haben wir die Maschine, den Motor. Der hat irgendwie 400 Watt, stand da. In einer Beschreibung im Internet bei Amazon habe ich gelesen, dass die Maschine so geeignet ist, dass man 4 Stunden damit arbeiten kann. Ja, hier das Kabel. Ich messe mal eben. So, das Kabel hat 2 Meter Länge. Ja, ich finde immer, also die meisten Profimaschinen, egal was es ist, ob es eine Bohrmaschine ist oder sonst was, die haben immer so wenigstens 4 Meter Kabel. Ne? Also ich sag mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel ein Carportdach spritzen will, kann ich das hier nicht an so eine Kabeltrommel anschließen, weil dann müsste ich in einer Hand die Kabeltrommel halten und in der anderen die Spritzpistole. Das heißt, ich brauche dann immer wieder noch eine Verlängerung, wo ich immer so denke, ist das die große Ersparnis da? 2 Meter Kabel, mein Gott, sind eh nicht so die hochwertigsten Kabel. Aber naja, müssen die Hersteller selber wissen. Puh, ich würde sagen, probieren das einfach mal aus. Ich nehme die Düse, die jetzt da drin ist. Ich habe hier ein Wasserlack, also wasserverdünnbaren Lack. Der ist so grau. Ich habe eine weiße Fläche. Können wir mal ausprobieren. Gucken wir uns einfach mal an, wie das Spritzbild ist. Dann mache ich jetzt mal einen Schluck Wasser rein. Also so, dass man halt irgendwie merkt, weil die Farbe ist natürlich jetzt so eingestellt, dass man sie streichen kann. Beim Spritzen nimmt man die mal ein bisschen dünner. Damit würde ich es jetzt mal probieren. Ja, läuft immer noch gut. Dann machen wir das mal hier rein. Also rein als Lackspritzpistole finde ich ehrlich gesagt so 1,3 Liter ein ganz schön großer Behälter. Reicht auch nicht bis ganz unten hin, der Schnorchel. Das bedeutet, finde ich immer, dass man viel Farbe braucht, um überhaupt erstmal anzufangen. Und dass viel Farbe übrig bleibt, wenn das Ding halt scheinbar leer ist und nicht mehr weiterspritzt. Ich mache den hier mal so auf die Hälfte, denke ich, was die Zugabe der Farbe angeht. Also, wir haben jetzt Strom auf der Maschine und wenn ich leicht drücke, müsste der Motor anspringen und wenn ich dann durchdrücke, ne, diesen Abzug hier, dann müsste er Farbe dazu geben. Das heißt also, wenn ich jetzt drücke, dürfte eigentlich nur das Motorgeräusch kommen, aber keine Farbe. Doch, so langsam kommt auch Farbe. Naja. So, das ist jetzt unser erster Versuch. Die Tropfen sind natürlich sehr groß, die da rauskommen. Dann gucke ich mal, ob wir eine kleinere Düse nehmen können. Ist ein bisschen besser, aber doch noch ganz schön große Tropfen. So, also mir persönlich sind die Tropfen ehrlich gesagt so ein bisschen zu groß. Weil wenn die so auftrocknen, könnte ein bisschen feiner sein, der Sprühnebel, der da rauskommt. Aber theoretisch, wenn ich die Düse größer mache, müssten ja auch noch größere Tropfen rauskommen, ne? Probier das jetzt einfach mal. Ja, da werden die Tropfen ja noch größer, wie befürchtet. So, ich habe jetzt die kleine Düse wieder drauf gemacht. Und habe die hier mit diesem Rädchen die Zugabe der Farbe drastisch reduziert. Also da darf jetzt nur noch wenig Farbe rauskommen. Also ich finde, da kommen ganz schön große Farbtropfen raus. Lässt sich irgendwie auch nicht ja, sonderlich verringern. Weil wenn man zum Beispiel damit Lasur spritzen will, ja, das wäre für mich so zum Beispiel so ein Ding gewesen, Gartenzäune und sowas oder Gartenlaube. Das wäre ja dann noch flüssiger, ne? Ich mache mal eins. Ich versuche mal dieses glatte Brett hier, diesen Regalboden, den versuche ich jetzt mal zu lackieren. Also es ist jetzt Lack. Normalerweise macht man natürlich erstmal eine Grundierung, Vorlack oder Füller drauf. Aber ich versuche das jetzt mal, ob ich da eine ebene Fläche am Ende hinbekomme. Vielleicht entspannt sich das dann im Trocknen oder sowas. Mal gucken. So, hier kann man das sehen. Dass es doch, ne, sehr getropft ist.
Ziemlich groß sogar. Ja, ich versuche dennoch da mal eine ebene Fläche von zu kriegen. Also ich mache das jetzt mal so, wie ich es sonst auch machen würde. Dass ich das also so vornebel, lasse das anziehen und dann ein zweites Mal, weil man haut die Farbe ja nicht komplett gleich drauf, sonst, ja, sonst hat man sofort die Läufer. Ich nebel das so ein bisschen vor, dann lassen wir es ein bisschen anziehen. Das ist ja wasserverdünnbare Farbe, das müsste sehr schnell gehen. Gucken wir mal, ob wir da irgendwie ja, eine lackierte Fläche von kriegen. So, das lassen wir jetzt mal anziehen erstmal. Hier kann ich euch das nochmal zeigen, das ist quasi das Spritzbild. Ja, so wäre es vertikal. Dann lockert man das hier vorne kurz. Dreht das um eine viertelste Drehung. Und dann hätte man den horizontalen Strahl. Also was man definitiv machen kann, mit so einer Spritzpistole, um jetzt nicht ja, zu sagen, man kann sowas überhaupt nicht gebrauchen. Das machen wir auch ganz oft. Zum Beispiel, um einfach die Farbe aufzutragen. Ne? Also ich denke dabei halt zum Beispiel an Carport oder Gartenlaube oder Zaun, dass man, ja, selbst wenn es jetzt so sein sollte, dass diese große Tropfenbildung jetzt doch nicht so verschwindet oder sowas, kann man es immerhin zum Auftragen benutzen und man spart sich damit zum Beispiel dieses Eintunken von dem Pinsel in die Farbe, um die Farbe aufzutragen. Und das kann auch schon, das kann auch ein enormer Zeitersparnis sein, dass man vorweg geht oder einer oder man macht zu zweit. Einer geht vorweg, sprüht es auf und mit einem Pinsel streicht man das dann glatt, was bei manchen Holzsachen, je nachdem, ob die zum ersten Mal gestrichen werden oder so, sowieso sinnvoller ist, dass man mit dem Pinsel die Farbe wirklich, ja oftmals haben diese Holzsachen ja auch so kleine Risse und sowas, und um die dann wetterfest zu bekommen, würde ich das dann mit dem Pinsel eben in die Risse reindrücken. Das kriegt man nicht so gut hin, wenn man spritzt. Also dann bleiben die Risse meistens offen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit als Einsatz. Bei Lasuren genauso. Naja, aber ob man damit jetzt eine Tür lackieren kann oder ich sag mal seine Küche umlackieren kann, weiß ich nicht. Tropfen sind echt super groß. Ja, wir gucken mal. Wir lassen das hier mal anziehen, mal trocknen. Dann mache ich die zweite Schicht drauf. Schauen wir mal. Lass uns überraschen. So, es hat jetzt angezogen. Und ich werde jetzt, sag ich mal, die zweite Schicht aufbringen, sodass ich so eine gute Deckung habe. Und dann gucken wir uns einfach mal das Endergebnis an, nachdem das dann getrocknet ist. Ja, jetzt hat es eine gleichmäßige Deckung. Gucken wir uns das Ende mal an, was daraus wird. Bis gleich. So, die Fläche ist jetzt trocken. Ja, es hat einen gleichmäßigen Auftrag, aber es ist natürlich ja, strukturiert, sage ich mal so. Weil dadurch, dass diese Tropfen, das ist halt ein Wasserlack, ne? Und bei Wasserlack kommt es ja immer darauf an, dass man das fein verteilt. Deswegen sind ja die Pinsel zum Beispiel auch so mega fein, feine Borsten, ja, spezielle Pinsel für Wasserlacke und Lasuren. Ja, und das spiegelt sich hier dann auch wieder, ne? Also wenn ich nicht so einen feinen Sprühnebel habe, dass die Farbe sich dann beim Entspannen, sage ich mal, beim Trocknen glättet, ja, dann habe ich halt diese Bubbles jetzt so da drauf. Das würde vielleicht sogar anders aussehen mit einem Kunstharzlack. Also die brauchen ja viel länger zum Trocknen und haben immer noch einen besseren Verlauf. Ne? Das heißt also, da kann sich das unter Umständen schon entspannen und glatt ziehen beim Trocknen. Das will ich, das habe ich jetzt nicht ausprobiert, will ich auch nicht ausprobieren. Zeit für ein Fazit für diese Ginoa, wie auch immer. Also mein Fazit. Man muss auf jeden Fall, sage ich mal, so herangehen, es ist für 40 Euro, 50 Euro ist es ein Heimwerkerwerkzeug. So. Und mit der Prämisse muss man da rangehen. Ich kann das jetzt nicht vergleichen mit meinen Profigeräten, wie hier zum Beispiel. Hier, das ist so eine Wagner Finish Control 5000. Ja, da kann ich die Zuluft verändern, da kann ich den Farbzufuhr verändern und so weiter. Da liegen aber auch 750 Euro dazwischen. Ja, also die kostet ungefähr 800. Das will ich auch gar nicht mit der vergleichen. So. Ja, was kann man damit machen? Also man kann auf jeden Fall Farbe auftragen.
die man dann ja, verstreicht, also dass man es quasi als Auftrag Hilfe nimmt mit Kunstharzlack. Wer das mal probiert oder probiert hat, kann gerne in die Kommentare schreiben, was er da für Erfahrungen mitgemacht hat. Oftmals ist es so, dass, deswegen bin ich so vorsichtig, will die ja nicht gleich kaputt machen, dass oft diese Kunststoffteile und so dann doch ein bisschen angegriffen werden von Kunstharzlack, weil ich muss es dann ja auch wieder mit Verdünnung, Pinselreiniger, Terpentin, irgendwas in der Art sauber machen. Da weiß ich nicht, da habe ich schon ein paar Sachen geschrottet. Es steht drinnen, man kann es dafür benutzen. Wofür kann man es noch nehmen? Man kann zum Beispiel beim Tapetenabreißen kann man Wasser damit auftragen. Man kann damit im Garten Pflanzenschutzmittel sprühen. Ja? Also für den Preis kann sie eigentlich das, was sie soll. Also es hätte mich wahnsinnig gewundert, wenn ich jetzt hier damit eine Küchenschränke lackieren könnte und es sieht genauso aus wie mit Geräten, die zwischen 500 und 2000 Euro teurer sind. Ne? Also das wäre natürlich der Hammer gewesen. Also von daher, ich habe nichts super Negatives feststellen können. Wie immer bei allen ja, diesen Heimwerkergeräten sind die Kabel zu kurz. Für Lacke könnte der Behälter ruhig kleiner sein, der muss nicht so groß sein. Das wäre so mein Fazit. Also kann nicht sagen, dass das jetzt Elektroschrott ist. Das soll dazu reichen, würde ich sagen. Ich mache die jetzt noch schön sauber. Das heißt, den Behälter abnehmen, schön auswaschen. Mit Wasser, vielleicht auch ein bisschen Spülmittel rein, durchspülen, solange bis keine Farbe mehr kommt. Und dann reicht das, wenn das alles sauber ist. Man kann die ja auch so weit auseinanderbauen, um überall ranzukommen und das zu reinigen. Weil die Farbe geht ja nicht durch die Maschine, sondern die bleibt ja wirklich nur hier vorne. Okay, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, vielleicht kriege ich einen Link, wo man noch Rabatte erhaschen kann. Mal gucken. Ansonsten der Erste, der mir eine E-Mail schreibt, kann sie geschenkt haben. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis dann. Ciao.